Ich darf meine Gäste auf die Bühne bitten. Sie dürfen sich jetzt einfach schon mal hier, ich werde sie gleich nochmal vorstellen, möchte die Gelegenheit nutzen, nochmal anzudocken an meinen Vorredner gerade und zum Thema Sichtbarkeit. Wenn mir jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, dass ich als Betroffene von sexualisierter Gewalt und körperlicher Gewalt irgendwann auf einer Bühne stehe und mit einer völligen Selbstverständlichkeit darüber sprechen kann, dann hätte ich gelacht. Ich hätte es für unmöglich gehalten. Und hier sind wir beim Thema Gesellschaft. Wie gehen wir mit Betroffenen um? Dieses Stigma, das bekommen auch Kinder mit. Also die Stigmatisierung von Betroffenen, dieses da ist irgendwas eklig, da muss ja mit dir irgendwas nicht stimmen, wie kann denn sowas passieren? Und das ist doch alles so ein Ekelthema. Und das nehmen Kinder und auch betroffene Kinder nehmen das natürlich mit. Und die werden dann zu Erwachsenen und es fällt unfassbar schwer, in so eine Gesellschaft hinein zu sagen, ja, auch mir ist es passiert. Aber es ändert sich was und da freue ich mich wahnsinnig drüber, weil es tatsächlich immer leichter wird. Das habe ich gemerkt in den letzten Jahren und ich freue mich hier über absolute Kinderschutzexperten bei mir auf der Bühne hier. Wir fangen einmal an. Hier links, Kai Lanz, Mitgründer bzw. Ideengeber auch, Gründer von krisenchat.de. Wir kommen gleich noch ins Gespräch dazu. Frau Professor Dr. Julia Gebrande, Professor Dr. Klaus Bayer von der Charité Berlin, Astrid Hellingbacki, Geschäftsführerin der World Childhood Foundation und meine Kollegin, genau, Professor Dr. Regina Steil, die Traumapädagogin, Traumatherapeutin ist und sehr viel auch mit Betroffenen gearbeitet hat, schon in ihrem Leben und eine sehr, sehr wichtige Arbeit macht. Und meine liebe Kollegin Julia von Weiler, Geschäftsführerin von Innocence in Danger, die sich ganz viel auskennt mit sexualisierter Gewalt im Internet. Wir fangen auch direkt bei dir an. Habe ich jetzt gerade so spontan entschieden. Liebe Julia, unser Dauerthema, wenn es um genau diese Problematik geht, also wir wissen, es gibt Missbrauchsdarstellungen von Kindern im Netz und wir haben schon oft drüber diskutiert, Datenschutz, der immer noch oft vor dem Kinderschutz steht. Es ist absolut peinlich für Deutschland, dass die Hinweise für kinderpornografisches Material fast durchgängig nur aus den USA kommen und wir dann dastehen und teilweise die Täter nicht dingsfest machen können, weil der Datenschutz im Weg steht. Es geht hier in dieser Runde geht es um den Zukunftsblick und du darfst uns erzählen, wie deine Idee des Zukunftsblickes ist, Kinderschutz versus Datenschutz. Vielen Dank, liebe Sonja. Ich bin zunächst mal auch sehr beeindruckt, damit mit dir auf der Bühne sein zu dürfen, denn wer hätte gedacht, dass jemand aus dem Betroffenenrat Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs werden würde und dass jemand aus dem Betroffenenrat sich so aktiv und so öffentlich und so mutig und so couragiert zu diesem Thema einsetzt, wie du das unter anderem tust. Dafür vielen Dank. Dankeschön. Und ich fange mal mit dem Blöden an und versuche dann positiv zu ändern, vielleicht zu enden, vielleicht kannst du mir dabei helfen. Ich sage immer wieder und ich stehe dazu, dass der digitale Raum auf das Thema sexualisierte Gewalt an Kindern wie ein beständiger Brandbeschleuniger wirkt. Und zwar quasi sekündlich. Die Dimensionen haben sich verändert, die Situation für Kinder, das Risiko für Kinder hat sich verschärft. Die Möglichkeit für Täter und Täterinnen mit Kindern in Kontakt zu treten, ist extrem leicht geworden. Wir haben das heute in Vorträgen gehört. Deswegen freue ich mich so, dass jemand Junges und so Innovatives einen digitalen Krisenchat gegründet hat, der quasi die andere Seite bedient, Kindern in Not hilft. Und ich glaube, wir als psychosoziale Versorger müssen uns trauen, innovativer zu werden. Wir müssen, das ist eine Grundbedingung, die ich erwarte von jedem, der in diesem Bereich arbeitet, wir müssen uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir müssen wissen, was TikTok ist. Wir müssen wissen, was Online-Spiele sind. Und ich würde mir wünschen, also wenn ich schaue in die nächsten 25 Jahre, dann wünsche ich mir eine Politik, die mutiger ist. Die mutiger ist, die Industrie in die Verantwortung zu nehmen. Die mutiger ist, sich konstruktiv, konkret für die Rechte von Kindern auch im digitalen Raum einzusetzen.
Ich wünsche mir, dass ein Mitglied der Regierung, wie es jetzt der Justizminister gemacht hat, nicht mehr einfach sagen kann, wir schaffen die Vorratsdatenspeicherung ab, ohne eine konstruktiv gute Alternative für den digitalen Kinderschutz zu bieten. Ja. Ich wünsche mir, dass die nächste Generation uns, wenn sie freundlich mit uns ist, sanft sagt, was wir alles versäumt haben. Und dass sie sich mutig der Industrie vor allen Dingen in den Weg stellt und den Lobbyisten, die die Interessen der Industrie vertreten. Ich glaube, dass das die nächste Generation, da ist Kai ein tolles Mitglied dieser Generation oder ein tolles Beispiel dieser Generation, das tun wird. Und für heute wünsche ich mir, dass oder für die nächsten 5 Jahre, um mal was zu sagen, wünsche ich mir, dass es absoluter Standard wird, egal in welcher Form ich mit Kinderschutz zu tun habe, dass die digitale Lebenssituation von Kindern sehr selbstverständlich bei U-Untersuchungen, bei Kinderärzten, aber auch im Jugendamt, in der Schule, bei den psychosozialen Versorgern mit einer Rolle spielen wird, damit wir schneller die Kinder entdecken, die in Gefahr geraten sind und unsere Hilfe brauchen. Absolut, danke dir. Und ich nutze das gleich zur Überleitung, Kai, dann machen wir nämlich direkt mit dir weiter. Wir haben es vorhin von deiner Kollegin schon gehört, die hat einen sehr bewegenden Vortrag drüber gehalten und ich war wirklich positiv schockiert. 45.000 Chats mit Kindern und Jugendlichen in den letzten 2 Jahren, das ist der absolute Wahnsinn, über WhatsApp. Und dann kam natürlich gleich die Frage so, oh ja, und Datensicherheit und so weiter. Aber das ist dann der Streetworker-Approach. Wir sind halt da, wo die Kinder und Jugendlichen sind. Und die sind halt nun mal niedrigschwellig bei WhatsApp. Und deswegen, es funktioniert. Und was mich persönlich am meisten bewegt hat, war dieser erste Guideline-Punkt. Wir glauben allen Kindern. Punkt. Das ist was mir persönlich fehlt, wenn wir wenn wir zu den staatlichen Akteuren kommen, angefangen beim Jugendamt, zu allem, was da noch kommt, wo nämlich oft Kindern tatsächlich nicht geglaubt wird und wo oft Kinder haben eine blühende Fantasie und ach nee, das kann ich mir nicht vorstellen, ach und ich kenne doch den Vater und das ist doch, also da ist noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns, deswegen danke für diesen einen sehr wichtigen Punkt, wir glauben Kindern. Es geht um den Zukunftsblick. Hast du denn überhaupt geglaubt, dass das so einschlägt, als du das gegründet hast? Ich denke nicht. Aber was wir, also um nochmal alle abzuholen, Krisenchat macht rund um die Uhr Krisenberatung. Also zu jeder Tages- und Nachtzeit, während wir hier jetzt sitzen, sind ganz viele ausgebildete Fachkräfte im Chat, sind gerade in Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen, eben per WhatsApp, per SMS, bei unserem ukrainischen russischsprachigen Angebot, auch per Telegram, weil wir da eben gesehen haben, okay, da benutzt niemand WhatsApp oder SMS, wir müssen auf Telegram und prompt sind unsere Anfragen dort durch die Decke geschossen. Daran haben wir wieder gesehen, wie wichtig es ist, eigentlich genau die Medien zu nutzen, die Kinder und Jugendlichen eben nutzen. So wie es bei den Streetworkern so ist, dass die natürlich dorthin gehen, wo die Probleme gehen und nicht in die Viertel und Gegenden, wo vielleicht alles ganz gut ist. Genau, also das vielleicht von Anfang an. Wir sind jetzt irgendwie auf einer Größe, wir haben jetzt dieses Jahr ungefähr 30.000 Beratungen gemacht bisher. Und das ist natürlich einfach eine Masse und gleichzeitig sehen wir natürlich, der Bedarf ist noch so viel höher. Der Bedarf ist mindestens 10-mal, eher Richtung 100-mal so hoch wie das, was wir bisher abdecken können. Und ich glaube, das sieht man auch eben dann durch diese digitalen Möglichkeiten und diese extrem niedrige Hemmschwelle, was da für Potenzial diesen Kindern zu helfen freigesetzt wird. Also gerade beim Thema sexueller Missbrauch. Ich persönlich war im Canisius-Kolleg in Berlin an der Schule. Bei uns ist da ja auch viel eingeschlagen. Und das ist ein super gutes Beispiel davon. Es wurde vorhin schon bei einem Vortrag gesagt, 40 Jahre später haben die ersten Personen angefangen, darüber zu sprechen. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, wir müssen uns, glaube ich, als Gesellschaft schreiben, okay, wie kann man eine möglichst niedrige Hemmschwelle
schaffen, dass man das erste Mal sich traut, darüber zu sprechen. Weil sonst kann es ja gar keine Hilfe geben, wenn nicht angefangen wird, darüber zu sprechen. Und das war quasi der Grundansatz, weshalb wir gesagt haben, okay, es muss so einfach wie möglich sein. Und das funktioniert eben auch. Also über 50% der Leute, die sich bei uns melden, sagen, ich habe vorher noch mit niemandem über das Problem gesprochen. Das heißt, das funktioniert und gleichzeitig sehen wir natürlich auch noch die ganze Arbeit, die vor uns liegt, weil der Bedarf einfach so hoch ist. Absolut. Also mir hätte das damals sehr, sehr geholfen, wenn es damals schon so ein Angebot gegeben hätte, weil ich kann wirklich da aus eigener Erfahrung sagen, dass die Hemmschwelle, sich an eine Schulsozialarbeiterin oder an einen Vertrauenslehrer zu wenden, ist immens hoch. Und wenn man dann so ein niedrigschwelliges Angebot hat, wo man anonym einfach mal drauf loserzählen kann und dann ja auch das positive Feedback bekommt, das überhaupt erlebt, dass einem geglaubt wird und das nicht dann direkt kommt, was? Also, nee, das kann ich mir ja also jetzt, ne? Sondern das schon mal, das ermutigt. Und das ermutigt natürlich dann letzten Endes auch im echten Leben dann diese entsprechenden Schritte zu gehen. Und ihr helft ja da dann auch. Also wenn Kinder, Jugendliche so weit sind, dass sie sagen, ich möchte jetzt hier bei mir vor Ort angebunden werden, dann helft ihr dort auch. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Also wenn wir uns jetzt diesen Zukunftsblick angucken, dann sind das, glaube ich, zwei Punkte, die da extrem wichtig sind. Erstmal wirklich die digitalen Möglichkeiten nutzen. Also Julia hat schon gesagt, es gibt unglaublich viele negative Seiten der digitalen Lebenswelt. Und gleichzeitig aber auch die Möglichkeiten zu nutzen, nicht den Blick zu verschränken, sondern zu sagen, okay, wir würden es gerne anders wollen, aber die Kinder sind am Ende irgendwie 6 Stunden am Tag auf ihren digitalen Geräten. Wir müssen auch dahin und dann aber auch eine wirklich gute Verzahnung zu schaffen zu den Angeboten vor Ort und wirklich diese Brücke zu bauen aus der digitalen Welt auch dann natürlich in eine lokale Anbindung. Wie wir das konkret machen, ist es so, dass wir mit ein riesiges Glossar natürlich haben von ganz vielen Angeboten, einerseits aus dem Gesundheitssystem, also klinische und ambulante Angebote, aber auch aus der Kinder- und Jugendhilfe, also einerseits lokale, aber auch Spezialberatungsangebote und wo wir aber nicht nur sagen, ja okay, hier ist die Adresse von deinem Jugendamt, geh da mal hin, sondern wirklich diese Brücke zu bauen, den Leuten wirklich zu helfen, okay, was brauchst du jetzt eigentlich, um da wirklich dich zu trauen, dass es funktioniert, dass du dich da auch wirklich meldest dann und den nächsten Schritt gehst, zum Beispiel in die reale Welt. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass wir mit denen zusammen E-Mails formulieren oder sowas. Und wichtig. Genau das braucht es, damit diese Vermittlung dann eben auch klappt. Wir haben dazu jetzt gerade eine Studie durchgeführt mit der Uniklinik Leipzig, wo wir uns genau das angeguckt haben. Also man kann natürlich viele Empfehlungen machen, aber wie viele kommen da jetzt denn an? Und ungefähr 50% dieser Weitervermittlungen sind eben nach 4 Wochen auch wirklich da angebunden. Wow. Das heißt, was wir auf keinen Fall machen wollen, ist, andere Angebote zu verdrängen oder zu sagen, okay, es braucht jetzt keine restliche Kinder- und Jugendhilfe mehr, das ist veraltet und das muss man jetzt alles digital machen, sondern wirklich eine richtig gute Brücke zu bauen dann in die Strukturen vor Ort. Wahnsinn, das ist echt hoch. 50%, das ist Hammer. Ich nehme mir das jetzt heraus, nochmal im Namen von allen jetzt aktuell betroffenen Kindern mich bei dir zu bedanken, weil ihr seid dort, wo sonst niemand ist, nämlich im berühmten Dunkelfeld. Also danke dafür. Frau Professor Dr. Julia Gebrande ist jetzt Mitglied der unabhängigen Aufarbeitungskommission sexueller Kindesmissbrauch auf Bundesebene. Wir arbeiten da auch ein bisschen zusammen mit dem Betroffenenrat. Das ist noch nicht so ganz in der breiten Masse angekommen, was denn die Aufarbeitungskommission eigentlich macht. Die ist aber europaweit, ist die so in der Form auch einzigartig. Und das ist wirklich eine sehr coole Sache. Sie dürfen gerne einmal kurz vorstellen, wer die Aufarbeitungskommission ist. Ja, vielen Dank für diese Gelegenheit. Die unabhängige Aufarbeitungskommission oder wie sie offiziell heißt, unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, gibt es seit 2016 und seitdem haben sich über 3000 Menschen an uns gewandt, meistens Betroffene, aber auch ZeitzeugInnen, die berichten. Und wir haben es gerade schon gehört, wie wichtig es ist, dass Themen in die Sichtbarkeit kommen. Und genau das ist das Kernanliegen der Kommission. Das heißt, es gibt zwei unterschiedliche Wege, auf welchem Wege man sozusagen an uns herantreten kann. Es gibt einerseits die Möglichkeit, uns einen schriftlichen Bericht zukommen zu lassen oder
eine Anhörung mit uns durchzuführen. Eine Anhörung entweder mit den Mitgliedern der Kommission oder wir haben inzwischen ein Team von geschulten Anhörungsbeauftragten, die sozusagen da sind, die eben auch Glauben schenken, ernst nehmen und die ja letztendlich für so etwas wie Anerkennung sorgen sollen, die die Geschichten aufnehmen und diese Geschichten dann sammeln und wissenschaftlich auswerten. Es ist unsere Aufgabe, daraufhin Empfehlungen an die Politik auszusprechen, aber eben auch die Gesellschaft zu sensibilisieren für das Thema der sexualisierten Gewalt. Und wir haben inzwischen, wir veranstalten öffentliche Hearings, aber auch Fallstudien. Sie haben gerade vom Sport gesprochen, das war ja jetzt natürlich ganz groß in allen Medien präsent. Da hatten wir die Fallstudie zum Thema Sport veröffentlicht. Und sind damit auch wirklich in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden. Das heißt, die einzelnen Geschichten von betroffenen Menschen, egal ob diese in der Kita stattgefunden haben, in der Familie stattgefunden haben, in Schulen, im Sport, in den Kirchen, das sind alles Themenschwerpunkte, zu denen wir auch immer wieder Aufrufe starten und Betroffene ermutigen, auf uns zuzukommen und uns ihre Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichten, die möchten wir dann in die Öffentlichkeit tragen. Wir haben ein Portal geschaffen, das heißt Geschichten, die zählen. Dürfen Sie auch sehr gerne mal anschauen. Da haben wir inzwischen schon über 100 Geschichten und es werden im nächsten Jahr auch monatlich nochmal Geschichten eingestellt werden von Betroffenen, die den Mut gefasst haben, mit ihrer Geschichte nicht länger allein zu bleiben. Weil auch wir finden es schade, wenn es wirklich so viele Jahre, Jahrzehnte dauert. Und es ist aber ganz häufig auch so, dass Betroffene erst dann den Mut haben oder erst dann letztendlich die Stabilität haben, über das zu sprechen, was ihnen damals widerfahren ist. Und wir erfahren auch immer wieder, dass es auch ein Weg ist, wenn sozusagen die Möglichkeiten, auf anderem Wege Gerechtigkeit zu erfahren, versiegt sind. Wenn zum Beispiel Gerichtsverfahren nicht mehr möglich sind, weil die Taten verjährt sind, dann gibt es immerhin noch die Möglichkeit, mit uns als Kommission in Kontakt zu treten, die Geschichte öffentlich sozusagen zu machen und wir tragen sie dann weiter. Natürlich in einer anonymisierten oder pseudonymisierten Form und natürlich nur so, wie die Betroffene oder der Betroffene das gerne möchte. Also da sind wir ganz auf der Seite der Betroffenen und führen auch die Anhörungen genau so durch, wie das für die Betroffenen passend und stimmig ist. Vielen Dank. Ich kann diese Anhörungen tatsächlich auch nur empfehlen. Ich habe selber eine gemacht bei zwei Anhörungsbeauftragten und ich habe ja auch ein Strafverfahren gegen meinen Täter hinter mir. Das ist extrem traumatisierend, so ein Strafverfahren. Und nicht alle stehen das durch und es gibt sehr, sehr gute Gründe, Täter nicht anzuzeigen, insbesondere wenn der Tatkontext die Familie ist. Denn sehr oft ist gerade dieser innerfamiliäre Missbrauch so, dass es sehr viele Mitwisser und Mittäter gibt, die dich dann auch in so einem Strafverfahren nämlich im Stich lassen und dann stehst du da und kannst das nicht beweisen und am Ende kommt nichts bei rum oder irgendwie eine lächerliche Bewährungsstrafe. Und das ist nicht für alle der richtige Weg. Aber ich habe das als extrem heilsam empfunden, einfach mal alles erzählen zu können, wie es wirklich war. Ich musste mich nicht um Datenschutz kümmern, um welchen Namen von wem ich jetzt... Und ich konnte auch, also auch dieses Wissen, dass man Täterstrategien mal richtig minutiös erzählen kann und dass die Leute, die da sitzen, einen nicht blöd angucken, weil die schon viel, also noch ganz andere Sachen gehört haben. Das hat extrem gut getan. Und dann so die eigene Geschichte nutzen zu können, zu wissen, das wird in der Zukunft, in der Prävention von Missbrauch und bei der Intervention auf jeden Fall helfen. Ganz wichtiges Tool. Vielen Dank und viel Spaß auch und Erfolg für die nächsten Jahre dieser absolut wichtigen Arbeit. Dankeschön. Ja, vielen Dank.
Ich finde das gerade wichtig, weil der Blick geht ja in die Zukunft und wir schauen in die Vergangenheit. Aber ich möchte an der Stelle einfach nochmal betonen, wie wichtig der Blick in die Vergangenheit ist, um den Kinderschutz und die Prävention auch wirklich auf gute Beine zu stellen. Weil wir brauchen diese Informationen. Wir müssen wissen, wie sind TäterInnen vorgegangen. Wir müssen wissen, wer waren die Betroffenen, wer waren die TäterInnen. Und mit diesem Wissen können wir dann eben auch eine Zukunft für unsere Kinder aufbauen. Von daher vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Dankeschön. Liebe Regina, wir machen bei dir weiter. Du hast heute Mittag schon einen sehr, sehr bewegenden Vortrag gehalten darüber, wie du mit betroffenen Kindern und Jugendlichen arbeitest, wie ihr mit denen arbeitet. Und ich habe mir nur gedacht, ich hätte diesen Vortrag einfach gerne früher gehört. Ich hätte mir sehr, sehr viel erspart. Also die, mit was für einer Wertschätzung du von diesen ganzen Gefühlen, die Betroffene eben haben, wie diese unfassbare Scham, dieser Ekel, wie du das so aufgedröselt hast und dann gezeigt hast, Mensch, wenn da irgendwelche Trigger sind, also wie ihr mit den Jugendlichen arbeitet, ihnen aufzeigt, ihnen Handwerkszeug gebt, wie sie rauskommen aus dissoziativen Zuständen und so weiter. Das hat mich wahnsinnig bewegt. Meine Frage an dich ist, das ist schön, wenn es dieses Fachwissen gibt und es ist schön, wenn das hier auf Fachtagen alles dann wiederholt wird. Preaching to the choir ist das manchmal. Was würdest du dir wünschen von der Politik, von der Gesellschaft? Wie kriegen wir dieses Wissen breitflächig dahin, wo diese ganzen Kinder sind und die Jugendlichen, die eben noch nicht an dem Punkt sind, dass sie bei euch in die Therapie kommen? Ja, vielen Dank, liebe Sonja. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, finde ich. Wir in der Psychotherapie beschäftigen wir uns tatsächlich ja bei der Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung vor allem mit der Vergangenheit, ne? Aber dann am Ende der Therapie auch mit der Zukunft, die besser werden soll. Und was mich im Moment sehr bewegt, ist tatsächlich die Frage, wie können wir diese Angebote, die wunderbar sind, also die Behandlung, die ich vorgestellt habe, ist nur eine von verschiedenen wirksamen Interventionen, die Kinder und Jugendlichen Psychiaterinnen und Psychotherapeutinnen anbieten können oder auch Erwachsenen Psychotherapeuten anbieten können. Aber wie können wir erreichen, dass wir möglichst früh Kindern und Jugendlichen ein Angebot machen können? Und da hat mich sehr bewegt der Austausch heute mit Ihnen, liebe Frau von Weiler, und ich auch sozusagen Ihr Angebot. Und wir sind tatsächlich auf eine sehr ähnliche Idee gekommen. Also wir versuchen uns, so ein Hoffnungsschimmer, den wir haben, ist, dass wir wissen, dass in den allermeisten Fällen ein Missbrauch zuerst einer Freundin oder einem Freund berichtet wird, Gleichaltrigen. Also du hast es selber gesagt, Sonja, wie hoch die Hürde ist, sich an irgendeine sozusagen offizielle Person zu wenden, die verantwortlich ist. Viel, viel früher sprechen die Betroffenen mit ihrer besten Freundin, mit ihrem besten Freund. Und das, was ich gerne in den nächsten 10 Jahren erreichen möchte, ist, dass wir eigentlich alle Jugendlichen ab einem Alter, das angemessen ist, da brauchen wir die Hilfe von vielen Expertinnen und Experten, wie sie hier auch sitzen, ab welchem Alter man anfangen könnte, über diese Themen, über diese Gefahren zu sprechen und dann eigentlich auch vielleicht über die Schulen jedem Kind aufzuzeigen, was kann ich tun, wenn mir das passiert ist, wo kann ich mich hinwenden, aber auch, was kann ich meiner Freundin sagen, wenn die mir das berichtet. Also es gibt wirklich ein erstaunliches Wissen von Freunden und Freundinnen. Die sind diejenigen, die wissen, der Stiefvater von meiner Freundin hat was Schlimmes gemacht, sozusagen. Und da sehe ich so ganz viel Hoffnung drin. Wir nähern uns diesem Thema an, indem wir versuchen, über das Internet, über Instagram, wir haben einen Instagram-Account, wo wir versuchen, darauf aufmerksam zu machen. Wir haben mit Mediengestaltern versucht, auf eine sehr angemessene Art und Weise mit einer Graphic Novel, die erzählt wird als Film, aufzuzeigen, wohin kann man sich wenden, was sind so die typischen Symptome, die man hat, wenn man eben Opfer von Gewalt geworden ist. Das ist so etwas, was wir uns
wünschen. Also das ist so eine der Strategien, die, wo wir in die Zukunft schauen. Da ist das, da sind die sozialen Medien gleichzeitig ein Fluch. Ja, wir haben heute viel darüber gesprochen, aber vielleicht auch an der Stelle so ein Segen, weil wir da vielleicht diese Altersgruppe erreichen können. Was wir auch versuchen, ist, dass wir ganz viele Personengruppen, die mit den Jugendlichen und Kindern zu tun haben, schulen, also versuchen sie sensibel zu machen dafür, wenn ein Trauma eben zum Entwicklungsrisiko wird. Und bis ein Kind Kontakt hat zu einem Jugendhilfenmitarbeitenden, sozusagen, das ist dann oft ein langer Weg. Im Moment schwebt mir vor, auch eben mit Lehrerinnen und Lehrern zu arbeiten und auch hier über die Schulen wissen, wo sind Brücken hinein in Beratung, in Behandlung, in Hilfen zu bauen. Also das ist eine Frage sicherlich auch an die Kultusministerien sozusagen. Wie kann man auf angemessene Art und Weise diese Themen einbauen in den Unterricht an der richtigen Stelle, wo das in der Entwicklung nicht zu früh kommt, aber auch nicht zu spät? Also das sind alles Dinge, über die wir im Moment sehr nachdenken. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Wir haben auf einem großen Kongress in Berlin vor 2 Wochen uns sehr gut ausgetauscht mit der Jugendhilfe, mit Mitarbeitenden in den Jugendämtern. Und wir haben festgestellt, dass eigentlich viele Gruppen, die erkennen könnten, die wahrnehmen könnten, die einen schnellen Zugang in effektive Behandlung bauen könnten für die Betroffenen, so ganz wenig Zeit für Vernetzung haben. Mhm. Also alle sind sozusagen bis hier beschäftigt, die Kinder und Jugendlichen, Psychotherapeutinnen, die Psychiaterinnen, die pandemische Krise sozusagen mit abzupuffern haben, die irrsinnige Wartelisten für Behandlungen, für Termine haben, aber auch die Jugendhilfemitarbeitenden und bei allen beteiligten Gruppen gibt es keine zeitlichen Valenzen, Netzwerke aufzubauen. Und ich glaube, das wird eine unserer Forderungen, wir haben eine Allianz gegen Gewalt sozusagen versucht zu bauen jetzt, und eine Forderung wird sein, diese Zeit muss auch vergütet werden können. Also Zeit für Netzwerkarbeit, das wäre ein gutes Investment, wenn wir den Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen in der Jugendhilfe, den Psychotherapeutinnen, den Kinderärzten, den Psychiaterinnen Zeit geben, Netzwerke zu bilden, damit man weiß, wen kann ich denn anrufen? Wo kann ich mich um Rat hinwenden? Also das ist etwas, wo wir sehr stark drüber nachdenken. Dankeschön. Das ist ein super wichtiger Punkt. Wie alle Punkte natürlich wichtig sind hier, aber das ist genau das. Kinderschutz an der Basis, Kinderschutz in der Praxis ist immer noch eine Sache von einzelnen engagierten Personen, die in ihrer Freizeit unbezahlt vernetzen, Telefonate führen, von A nach B springen. Sogar ich merke das schon, wenn es einfach nur irgendwelche Auffälligkeiten gibt, bei Klassenkameraden meiner Teenager-Kinder, ja, wenn ich dann mit einer Klassenlehrerin telefoniere, dann machen wir das abends, ne? Also dann nimmt ja auch die Lehrerin sich dann die Zeit, wenn sie ihre eigenen Kinder im Bett hat, da dann noch eine halbe Stunde mit mir zu diskutieren, zu überlegen, wen schaltet man denn jetzt als nächstes ein und oder ist es noch nicht so weit? Und das ist einer dieser ganz großen Knackpunkte und natürlich auch, dass die ganzen Departments nicht wirklich miteinander sprechen. Wir hatten das vorhin, ne? Jugendamt und Polizei, die dann in der gleichen Familie sind, die einen wegen den Kindern, die anderen wegen der häuslichen Gewalt, und es wird nicht mal miteinander telefoniert. Also da müssen wir noch ganz, ganz viel dran arbeiten. Danke, liebe Regina. Astrid Helmbacki, kommen wir zu dir. Du bist Kinderärztin und du bist Geschäftsführerin, wie gesagt, der World Childhood Foundation. Ich habe neulich mit einer Kriminalhauptkommissarin telefoniert, die seit 7 Jahren Kinder vernimmt, die nicht wusste, was ein Childhood-Haus ist und auch nicht wusste, was eine Kinderschutzambulanz ist. Und das ist sehr, sehr traurig. Du darfst uns ganz kurz erzählen, was ein Childhood-Haus ist. Genau, die zweite Frage kommt dann. Ja, das ist wirklich schade, dass sie das noch nicht gehört hat. Ich bin froh, dass sich da aber ganz schön viel ändert im Moment.
Ein Childhood House ist im Prinzip ein Netzwerk. Und zwar ein Netzwerk mit einem Dach drüber und nicht nur ein Netzwerk nebeneinander, sondern ein Netzwerk miteinander. Denn diese Häuser sind dazu da, dass sie eine Anlaufstelle sind, um den Verdacht zu klären. Ist Gewalt in der Familie, ist Missbrauch, hat das stattgefunden, wenn irgendjemand sich Sorgen macht oder vielleicht auch jemand sich offenbart und sagt, hey, hier ist was nicht in Ordnung. Und wir haben schon gehört, wie viele Menschen es braucht. In einem Childhood House haben wir zumindest mal ein paar Kernkompetenzen zusammengeführt, nämlich aus der Jugendhilfe, der Medizin, der Polizei und der Justiz, die in irgendeiner Form zu irgendeinem Zeitpunkt Fragen beantworten müssen, Fragen stellen müssen, aber auch, um das zu klären. Und damit es nicht 10 Anlaufstellen gibt, 20 Erwachsene, 50 Ansprechpartner und alles drunter und drüber und der eine nicht weiß, was der Nächste macht und welcher Zeitplan dahinter steht, sind die Childhood-Häuser eben als zentrale Anlaufstelle da, mit einer auch Fachkraft, die als Primäransprechpartner für die Betroffenen da ist und nicht nur dafür da zu koordinieren, dass alle anderen zusammenkommen und sich um die Kinder und Jugendlichen kümmern und ihre Themen, ihre Systemfragen beantworten können, sondern vor allem die Perspektive der Kinder und Jugendlichen immer wieder zurückzuholen. Denn es sind verschiedene Systeme. Der Strafrechtler hat eine andere Frage als vielleicht aus der Jugendhilfe, als der Arzt, der untersucht. Und am Schluss vergisst man ganz schnell, dass es nicht um irgendwas, ein Objekt und irgendjemanden geht, über den man jetzt irgendwas macht, sondern dass es ein Kind ist, das mittendrin steht in all diesen Fragen, in einer Situation, die hochgradig bedrohlich oder unklar oder beängstigend auch ist. Und diese Perspektive nicht zu vergessen, wenn man die Fragen versucht zu beantworten, das ist ganz wichtig. Und das ist wirklich was ganz Besonderes an diesen Häusern, dass da wirklich eine Person dafür da ist, speziell geschult, auch mit diesen schwierigen Fragen und diesen ganzen Systemen, die drumherum sind und die ganz viele ganz komische Fragen manchmal haben, die man vielleicht gar nicht im ersten Moment versteht, denen das Kind wieder in den Mittelpunkt zu rücken und dem Kind die anderen nahe zu bringen. Es geht darum, auch zu erklären und zu helfen und zu befähigen, denn das ist ganz schön schwierig, mit so vielen Fragen und so vielen Menschen zurechtzukommen, wenn man schon so viel erfahren hat noch dazu. Absolut. Und es macht einen großen Unterschied, ob ein Kind mit einem sehr erfahrenen Ermittlungsrichter in einem kindgerechten Setting spricht und erklärt bekommt, was denn da jetzt alles passiert, oder ob da einfach nur einer, der nur eine juristische Ausbildung hat, einfach so ins Blaue hinein ein Kind befragt. Also der Qualitätsunterschied dann auch der Aussagen der Kinder, den kann man sich vielleicht vorstellen. Jetzt gibt es die Childhood-Häuser noch nicht flächendeckend. Es geht ja hier auch um den Zukunftsblick. Was wünschst du dir denn auch von der Politik an Unterstützung in den nächsten Jahren? Und wie kann man das, wie kriegen wir das denn in die Fläche, dieses Angebot noch mehr? Große Fragen, die mich manchmal auch nicht schlafen lassen. Ich würde sagen, einen ganz klaren Wunsch, den ich an die Politik habe, ist, die eigenen Säulen zu durchbrechen. Und zwar, das heißt, das eigene Ressortdenken zu überschreiten, zu sagen, ich denke jetzt mal nicht nur an Justiz oder in Anführungszeichen nur an Jugendhilfe oder Gesundheit, sondern zu sagen, hey, für die Kinder ist ja auch alles die Realität. Ja. Dann versuchen wir auch mal über unsere Grenze hinweg zu denken. Und das gilt im Prinzip von ganz oben bis ganz unten. Das ist im Haus, was passieren muss, dass die Einzelnen über ihre Grenzen hinweg denken und auch versuchen, dementsprechend dann Handlungsschritte zu gestalten. Aber auch in der Politik gilt das Gleiche. Es ist eine Frage der Finanzierung, es ist eine Frage der Zuständigkeit. Und wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es ein besseres Verständnis, dass es Kooperation braucht, Partnerschaft braucht, gemeinsame Verantwortung, nicht nur in der Sache, im Alltag mit den Kindern, sondern auch bei Finanzierungsfragen. Und das eine sind die Ressourcen, das andere sind die anderen Systeme. Kommune, Land und Bund müssen Wege finden, da zusammen zu agieren. Denn letztendlich funktioniert es nur, wenn man zusammen versucht, das Problem zu lösen und nicht, wenn man gegeneinander Stellung bezieht. Und da würde ich mir ganz oft wünschen, dass dann auch ganz viel mehr Verständnis und auch dieser gemeinsame Verantwortungssinn stärker durchkommt. Absolut. Professor Dr. Bayer, ich hab mir Sie zum Ende aufgehoben, weil Sie sich mit den Tätern beschäftigen. Sie arbeiten seit Jahren
in der sexualmedizinischen Ambulanz der Charité und ihr Projekt ist Kein Täter werden. Wir haben heute bei dem Fachtag von ihrem Kollegen schon sehr viel über dieses Projekt gehört. Sie gehen auch dorthin, wo Menschen sind, die eventuell zu Täter werden können. Ein kleines Beispiel, wenn jemand im Internet auf Plattformen nach Kürzeln sucht, die bekannt sind in der Szene, wo man dann auf entsprechendes Material kommen könnte, dann kommt das Hilfsangebot zu Kein Täter werden. Was muss sich denn in der Prävention da noch verändern in den nächsten Jahren an der Stelle? Das sollte an sein. Sie können. Das ist hoffentlich an. Also zunächst mal vielen Dank für die verschiedenen Beiträge. Das ist sehr beeindruckend. Und natürlich auch an Hänsel und Gretel, die ja dieses Projekt von Anfang an unterstützt hat. Also Kein Täter werden. 2005 haben wir begonnen und sind seitdem auch enger Kooperationspartner. Ich will aber vielleicht in einer Zusammenfassung auch dieser Voten eine wichtige medizinische Perspektive hier einbringen. Und das ist die, dass sich bei Opfern neurobiologisch im Gehirn und im Nervensystem etwas ändert. Wir haben hier konkrete Veränderungen mit Daten unterlegbar, die dazu führen, dass das, was ich eigentlich in einer Beziehung suche, also wenn ich eine vertrauensvolle Beziehung habe, dann werden die Zentren im Gehirn deaktiviert, die Stress verschalten. Bei Opfern ist das nicht mehr der Fall. Und das führt dazu, dass wir davon ausgehen müssen, dass ein hoher Anteil von Menschen, die Ärzte aufsuchen oder im Gesundheitssystem Hilfen suchen, kardiovaskuläre Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, depressive Erkrankungen, Opfer von Missbrauch sind. Wir versuchen deshalb seit langem im Medizinstudium auch zu befördern, dass hier mehr anamnestische Kompetenz eingebracht wird, um das zu erfragen. Da kommen diese vielen Jahre Warten her, die aber im Gesundheitssystem durch andere Erkrankungen dann ja, behandelt werden, obwohl der eigentliche Grund die sexuelle Traumatisierung ist. Das hat uns immer motiviert, primäre Prävention zu betreiben. Also zu überlegen, wie kann man das denn schaffen, dass es gar nicht erst zu Opfern kommt. Und das kann man dann, wenn man weiß, wer der Verursacher oder die Verursacherin für diese Traumatisierung ist. Das ist der Hintergrund dieses Konzeptes, was sehr erfolgreich geworden ist. Wir haben also ein Netzwerk gründen können und wir haben über 10.000 Anfragen in diesen vielen Jahren und sehr viele Behandlungen durchführen können. Also wir wissen, es gibt eine Gruppe, die ist erreichbar, präventiv und nimmt diese Angebote in Anspruch. Es gibt eine andere Gruppe, die sind nicht erreichbar. Da muss man mit anderen Maßnahmen, nämlich mit denen des Strafrechts und mit repressiven Maßnahmen wirksam werden, um Kinder zu schützen. Aber, und das scheint mir auch ein wichtiger Punkt, wir haben ja letztlich eine Situation in unserer Gesellschaft, wo Kinder mehr oder weniger immer stärker, fast flächendeckend mit Pornografie beispielsweise konfrontiert werden. Also ich rede jetzt wirklich datengestützt. Die 12-jährigen Mädchen, 9%, haben Hardcore-Pornografie gesehen. 15% der 12-jährigen Jungs haben Hardcore-Pornografie gesehen. Wir haben ein Strafgesetz, das das verbietet. Das sind ja keine kleinen Zahlen, die ich hier nenne. Das ist etwas, was offenbar sich so verbreitet, genauso wie das Internet. Und zu Recht weist Frau von Weiler auf die Gefahren hin, die ich auch als enorme Bedrohung, ich kann das gar nicht stark genug ausdrücken. Also was wir jetzt an Daten haben über selbstgenerierte Nacktbilder, ist gruselig. In der Altersgruppe der 7- bis 10-jährigen Mädchen Anstieg um das Vierfache in einem Jahr. Und bei den 10-, 11- bis 13-Jährigen waren es, glaube ich, das Dreifache in einem Jahr. Das heißt, wir haben hier im Internet eine ganz andere Kommunikationsform vor uns mit einer toxischen Enthemmung offenbar, in der eine Kommunikationsweise stattfindet, die das begünstigt. Das heißt, man muss hier von mehreren Seiten auf mehreren Ebenen versuchen, präventiv wirksam zu werden bei den Kindern, genauso wie bei den potenziellen oder realen Verursachern. Das ist sozusagen den Teil, den wir ganz stark verfolgen. Wobei, das will ich vielleicht abschließend sagen, sich sehr bewährt hat, anonyme Behandlungskonzepte anzubieten. Das ist auch meine Empfehlung für eine Verbesserung der Versorgungssituation von Opfern. Anonyme Fernbehandlungsangebote. Das haben wir übrigens mit dem Krisenchat
in einem großen Projekt beantragt. Wir sind da noch nicht sozusagen zur Bewilligung durchgedrungen. Aber das ist ein Konzept, was möglich machen würde, dass man niedrigschwellig die Möglichkeit hat, solche evidenzbasierten Behandlungen in Anspruch zu nehmen. Denn das geht digital, es geht online. Und anonym, bin ich absolut sicher, wird das viel häufiger in Anspruch genommen. Das wäre sozusagen meine Zukunftsperspektive. Vielen Dank dafür. Wir haben beim Kinderschutz-Podcast am Ende einer Folge immer die Rubrik 60 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern? Das habe ich jetzt ganz spontan tatsächlich jetzt gerade hier eingebaut und möchte jetzt noch einmal die Runde durchfragen mit wirklich ein paar kurzen, knappen Sätzen. Was muss sich noch ganz dringend ändern, Julia? Wir fangen bei dir hinten an. Sorry. Das ist aber gemein. Genau, ich knüpfe mal an. Was muss sich ändern? Ich finde, wir müssen nicht nur Forderungen an die Politik und Gesellschaft stellen, wir müssen bei uns anfangen und wir müssen mutiger sein, wir müssen innovativer sein. Wir müssen mit solchen Ideen wie dem Krisenchat zusammenarbeiten. Wir müssen lernen von der jungen Generation und wir müssen uns vielleicht von altbewährten Konzepten verabschieden. Als ich Ihnen gerade so zuhörte, Professor Bayer, dachte ich, das ist ja interessant. Wie funktioniert die Anbindung in einer anonymen Form? Und vielleicht funktioniert sie sogar sehr viel besser als in der persönlichen. Und das ist eine spannende Frage und mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und meine Forderung an alle meine Kolleginnen und Kollegen derzeit im Kinderschutz oder in der Arbeit mit Kindern unterwegs ist, wenn ihr euch mit digitalen Räumen nicht auseinandersetzen wollt, dann seid ihr im Kinderschutz leider falsch aufgestellt, weil das ist eine Lebensrealität von Kindern. Dankeschön. Regina. Wir müssen mutiger sein, kreative Ideen zu entwickeln, wie Kinder und Jugendliche den Weg in effektive Behandlungen finden. Wir müssen dabei, glaube ich, ganz vielfältig denken, da stimme ich Ihnen absolut zu. Wir müssen aber auch die Behandler und Behandlerinnen mutiger werden lassen, bei denen oft auch sehr viele Barrieren und Hürden und Ängste sind. Was ist, wenn ich traumafokussiert behandle? Also genauso wie die Betroffenen Angst haben, dass Therapie belastend und schrecklich sein könnte, das spiegelt sich bei vielen auch auf der Behandlerseite wieder. Wir müssen sehr viel Wert darauf legen, dass in der Ausbildung von Kinderärzten, von Hausärzten, von Psychiaterinnen und Psychotherapeutinnen einfach sehr viel Wissen generiert wird über effektive Behandlungsformen für Traumafolgestörungen. Vielen Dank, Regina. Astrid, du darfst. Ich habe gerade an zwei ganz unterschiedliche Sachen gedacht. Das erste, was mir in den Kopf kam, die Kinder mehr einbeziehen. Altersgerecht, entwicklungsgerecht, viel mehr partizipieren lassen, ja. Viel mehr mit einbeziehen bei der Frage, wie muss ihre Lebensrealität gestaltet werden, dass sie für sie gut, sicher und befähigend ist. Das ist für mich ganz, ganz wichtig und dass wir das nur können, wenn wir lernen, ihre Perspektiven auch richtig mit einzubeziehen. Und ich glaube, das müssen wir uns in jedem System, in jeder Profession immer wieder vor Augen führen. Also ganz, ganz groß. Und das andere ist eigentlich viel mehr, ich sag mal, politisch und gesellschaftlich. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass wir wirklich nur in Verantwortungsgemeinschaft agieren können. Die öffentliche Hand und auch die öffentlichen Mittel werden nicht ausreichen, das Problem zu lösen. Auch die gemeinnützigen Organisationen werden es nicht alleine schaffen. Wir brauchen Privatpersonen, wir brauchen Spenden, wir brauchen Kooperationen auch zwischen diesen Bereichen, denn das ist eine richtig große Aufgabe. Und wenn wir das nicht gemeinsam versuchen und Lösungswege zu finden, gemeinsam dafür gerade zu stehen, auch im Sinne der Ressourcen, die ganz schön knapp sind, auch in diesem Bereich, dann wird es schwierig werden und wahrscheinlich auch noch schwieriger werden in der Zukunft. Ja. Dankeschön. Professor Bayer. Drei Punkte, gesundheitspolitisch, rechtspolitisch und international politisch würde ich Änderungen erbitten. Ich sehe das etwas anders. Ich bin der Meinung, gesundheitspolitisch müssen die Krankenkassen dazu gezwungen werden, dass sie diese Behandlung übernehmen. Da muss politischer Druck her. Und zwar am besten anonyme Fernbehandlungsprogramme, weil die wirken würden. Das müssen die übernehmen. Sie übernehmen es ja jetzt auch für das
Netzwerk kein Täter werden. Das ist zwar ein Modellvorhaben, aber alle sehen, es funktioniert, es ginge. Das ist eine Forderung an die Gesundheitspolitik. Rechtspolitik, ich erwarte einfach, dass Dinge, die die Gesellschaft beschlossen hat, wie den 184 StGB, Verbreitung kinderpornografischer Schriften, dass das umgesetzt wird, dass man nicht hier, also das ist doch unglaublich, überlegen Sie sich das, keiner von uns will doch, dass 12-jährige Kinder Pornografie gucken, oder? Will doch, oder sonst korrigieren Sie mich bitte. So. Aber es passiert. Ja. Wo ist eigentlich der Hinderungsgrund für die Politik, hier Maßnahmen zu ergreifen, das zu ändern? Kann ich nicht verstehen. Genauso wie man auch an die, da gebe ich Ihnen recht, dass man die an die Big Companies politisch, rechtspolitisch herantreten müsste. Es ist ja wohl vollkommen klar, dass die das Wissen haben, was wir brauchen. Das ist jedem, der eine, das Facebook weiß genau Bescheid, wer, wo, wann, welches Groom und so weiter. Das ist, wir könnten mit diesen Daten unheimlich viel helfen. Muss man ran. Und international ergibt sich daraus, wir haben ja ein Global Health Problem. Ich kriege jede Woche 2-3 Anfragen aus anderen Ländern, können Sie mir bitte helfen? Wir haben hier ein solches System nicht bei uns. Wir haben dieses Netzwerk nicht. Aber ich habe eine solche Präferenz für Kinder. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So. Also auch da müsste man diese Zusammenarbeit fördern. Das wären meine Punkte. Vielen Dank. Ja. Ich inkludiere mich selber tatsächlich einmal kurz in die Runde. Ich bleibe ganz an der Basis. Wir müssen das Unmögliche weiterhin für möglich halten. Und zwar auch in unseren eigenen Kreisen. Unter den Parteikollegen. In meiner eigenen Behörde, jetzt ist im Kreis Lippe wieder ein Mitarbeiter, der auch im Jugendamt tätig war, auch mit den Akten des Lüchte-Skandals zu tun hatte und für die Schwärzung zuständig war, der wurde jetzt mit Kinderpornografie erwischt. So, und dieses das für möglich halten, dass es auch in meinem direkten Umfeld, egal wie hochgebildet ich bin und egal in welchen Sphären ich mich bewege, lassen wir uns nicht blenden. Täter und Täterinnen sind Meister der Täuschung. Und wir dürfen uns da nicht hinters Licht führen lassen. Und wenn sich ein Kind uns anvertraut, dann glauben wir diesem Kind. Wenn wir das mitnehmen können, dann freue ich mich. Dankeschön. Ja, als unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs fordern wir ein Recht auf Aufarbeitung für Betroffene. Wir fordern, dass das gesetzlich verankert wird und dass damit einhergeht auch eine Pflicht für Institutionen, wenn es in ihren Einrichtungen zu sexualisierten Gewaltvorfällen gekommen ist, dass diese aufgearbeitet werden müssen. Und wenn wir diese Pflicht für Institutionen haben, dann stellt sich immer noch die Frage, was machen wir mit den Familien? Weil am allerhäufigsten kommt die sexualisierte Gewalt ja immer noch im familiären Kontext vor. Und da gibt es keine verantwortliche Person, an die wir uns wenden können und wo wir diese Pflicht einfordern können. Und daher habe ich hier nochmal ja, einfach dieses Plädoyer. Wir müssen hinschauen. Wir dürfen nicht länger wegschauen. Wir müssen miteinander ins Gespräch kommen. Und wir müssen Kinder schützen. Und das geht nur auf der Basis von Wissen. Und deshalb braucht es eben dieses Recht auf Aufarbeitung. Vielen Dank. Das unterstreiche ich nochmal. Das unterstreiche ich. Dankeschön. Kai, du hast das Schlusswort. Ja, ich durfte die Frage heute schon mal beantworten, deswegen jetzt mal eine andere Antwort und würde einen Gedanken von vorhin noch aufgreifen. Am Ende muss man sagen, es gibt nicht genug Fachkräfte, die allen Leuten überall in Deutschland helfen können heute. Es geht einfach nicht. Deswegen die einzige Möglichkeit, wie wirklich jeder Person geholfen werden kann, sodass jede Person eine Ansprechperson ist, ist, indem wir die Leute im Umfeld empowern, indem wir Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, aber auch Eltern die Tools an die Hand geben, dass sie für Betroffene, das ist sexueller Missbrauch, aber das sind auch ganz viele andere psychosoziale Probleme, psychiatrische Probleme, da als Ansprechpartner fungieren können. Ich kenne das zumindest selbst aus meinem Umfeld, gerade Männer sind da drin sehr schlecht, für Freundinnen und Bekannte auch da zu sein und die wirklich zu hören und wirklich auch empathisch eine Ansprechperson zu sein. Und ich glaube, genau dahin müssen wir auch gehen, neben irgendwie Unterstützung durch Fachkräfte, diese erste Bürde abzubauen, die Freundinnen, die Bekannten,
dass es da Ansprechpersonen gibt, dass da Menschen für die anderen Menschen da sind. Weil nur so kann man es wirklich in der Fläche erreichen. Absolut. Das habe ich schon von ganz vielen gehört, die sich angefangen haben, mit der Thematik zu beschäftigen und dann sagen, wenn ich in meinem Freundeskreis dann einfach nur erzähle, dass ich mich damit beschäftige, plötzlich erzählen mir Leute ihre Geschichte. Irgendwelche Freunde, die ich seit Jahren kenne und das nie gedacht hätte. Das ist also ein sehr guter Punkt. Ich würde mich so gerne noch stundenlang hier unterhalten. Das geht natürlich nicht. Wir machen an dieser Stelle einen Punkt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie alle da waren. Ich finde jeden einzelnen Input finde ich als so wertvoll. Und ich hoffe, dass Sie auch was mitnehmen konnten für Ihre Arbeit in der Praxis. Herzlichen Dank. Applaus